Was hast du für einen Eindruck? Es ist mir immer noch unverständlich, irgendwie, warum irgendwie dieses Journal nicht zu finden ist. Warum da Einträge gelöscht wurden in 2010, obwohl es schon bekannt war, dass da das Verfahren läuft. Und das ist die Schuld des Staatsanwaltes. Vom BGH? Wie bitte? Das ist die Schuld des Staatsanwaltes, ja. Der für seine völlig negative Leistung in Dessau hier zum Heer versetzt und zum Oberstaatsanwalt befördert wurde. Genau. Und der sein Desinteresse bewiesen hat mit der mangelnden Sicherung von Beweisgegenständen. Mangelnde Sicherung von Beweisgegenständen. Und Akten. Aber ich muss noch, weil auch relativ früh Schluss war und nur ein Zeuge vernommen wurde. Es war sehr früh Schluss. Und das Kuriose ist, dass ein Journal, in dem alle Einsätze der Polizei eingetragen jahrelang gar nicht vorhanden war, dann aufgetaucht ist mit Löschungen genau zu den relevanten Fragen. Und heute haben wir erfahren, dass die Löschungen routinemäßig vorgenommen wurden. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die anderen Beweismittel, die nachweisen, dass die Polizisten Merz und Scheibe auf der Polizeistation gewesen sind und nicht unterwegs gewesen sind, was ich vermute nach der Zeugenaussage von Bock. Ich kann sagen, das ist also eine organisierte Kriminalität, unsere Polizei also in Dessau und dann sie haben etwas zu verbergen. Das Urteil lag beim BGH und es hätte eben praktisch veranlasst werden müssen, dass eben durch den Staatsanwalt Preisner. Ja, aber der Punkt ist, dass diese Routinelöschung, die ist ja wahrscheinlich gar nicht breit bekannt. Das ist ja nur etwas, was die technische Polizeidirektion besorgt. Mich interessiert wesentlich, ob die Aussage von Merz und Scheibe stimmt, dass sie in der Zeit nach 11:30 auf Streife waren. Ja. Das ist ja das, was sie sagen. Und wenn das der Fall ist, muss es doch eine Journaleintrag. Ja, aber nicht, wenn das zu den, sechs Journaleinträgen gehört. Ja, eben, das kann heute sein. Ja, das Banalität, ja. Gelöscht wurde. Oder die haben sich das extra offen gehalten, weil dann könnte es ja dabei sein. Das heißt, es ist überhaupt nicht mehr zu belegen. Und es gibt aber das alte Journal muss ja noch bei der Staatsanwaltschaft sein. Darum geht es ja aber. Nein, das ist doch verschwunden. Deswegen ja die Durchsuchung. Genau. Das ist ein Komplott. Genau. Für mich ist das ein Komplott. Ja. Das funktioniert. Ja, aber wir müssen es knacken. Das ist unser Problem. Und wir haben keine Zeit mehr. Im Dezember ist die Beweisaufnahme zu Ende. Die einzige Möglichkeit, dahinter zu kommen, was sich in der Zelle abgespielt hat, und das ist das Hauptinteresse, das ich habe, ist, dass Merz und Scheibe zur Aussage gezwungen sind. Und man kann sie nur dann zur Aussage zwingen, wenn man beweisen kann, dass sie lügen. Und deswegen braucht man das Fahrtenbuch oder eben irgendwie das alte Journal. Warum ist jetzt das Fahrtenbuch, das nicht auffindbar ist, nicht egal? Es ist nicht egal. Das Fahrtenbuch ist überhaupt nicht egal. Warum ist das nicht egal? Weil wir haben doch Box Aussage. Das Fahrtenbuch wurde Box Aussage nochmal untermauert. Eben, gegebenenfalls, wenn es zutrifft, ja. Dadurch würde Box Aussage gegen Aussage sehr viel mehr Gewicht bekommen. Ich teile deine Auffassung vollkommen. Es sind wirklich zu viele Ungereimtheiten. Also aber zu viele Zusammenhänge. Und auch eine Zusammenhänge, Ankettung, ja. Aber solange wir sie nicht nachweisen können, ist es verschwendete Energie, sich darüber aufzuregen. Vermutungen helfen hier nicht weiter. Da regt man sich nur auf. Diese Polizeibeamten Merz und Scheibe, weil das sind diejenigen, die als letztes in der Zelle waren. Und die Aussage von der Höpfner, die ja oben an der Sprechanlage war, die hat auch gesagt, dass sie beide in der Zelle waren zum Kontrollgang. Sie konnte natürlich nicht sehen, dass sie ihn körperlich angefasst und durchsucht haben. Aber sie hat gesagt, dass Urijalo, der vorher ruhig gewesen war, nachdem sie die Zelle verließen, sehr aufgebracht war und verlangt hat, dass man ihn loslässt. Und
Und das, was wir wissen, ist, dass in der Zelle nach dem Brand Flüssigkeit gefunden wurde.